Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge sind wir ein bisschen durch der Menschenfarm von Iselia durchgeschlendert und da kommt schon direkt der nächste und will mich platt machen. Und ja, wir sind immer noch dabei. Und ich habe jetzt so ein bisschen den Faden verloren, wo wir als nächstes hin müssen. Ich glaube, hier hin müssen wir, ne? Ja, ich glaube, ja. Versuchen wir mal. Ich glaube, da war richtig, ne? Ja. Wir haben uns ja in zwei Teams. Nee, das ist nicht richtig. Wir haben uns ja in zwei Teams mittlerweile aufgeteilt. Die anderen sind ja jetzt weg. Ach ja, die haben die Gefangenen alle da draußen gemacht. Stimmt. Die Frage ist, wir müssen doch jetzt hier ja, alles in die Luft gehen lassen, oder? Schon wieder so lange her. Aber ich glaube, das ist richtig, ne? Aua. Okay. Okay, hier war nur Schild. Da war irgendwas. Genau. Gehen wir mal dahin. Das war knapp. Das war auch knapp. So, können wir jetzt was machen? Nö. Und der Sack versperrt mir den Weg. Du Sack! Ja, welchen Angriff soll ich denn am besten einsetzen? Lightspear Cannon, Guardian Fierce, Supersonic Crust. Okay. Einfach irgendwas. Ah. Ich muss sagen, das Spiel macht mir immer mehr Spaß, wenn man so ein paar Geheimnisse ja alle herausgefunden hat. Was man eigentlich hier macht. Man weiß, wie man ja neue Techniken und so was alles lernt. Finde ich gut. Leute, maximal KP erhöht. Maximal KP erhöht. Von was hängt das ab? So, ich habe jetzt für Genis kurz mal geändert. Hat hier, glaube ich. Weil er braucht ja noch Tee, deswegen. Auch ja noch T-Typ, er ist ja noch nicht voller T-Typ, glaube ich. Ich glaube, da hat irgendwie einen Einfluss darauf, was für Sachen man lernt. Deswegen will ich ihn hier voll kriegen. Ja, weil alle haben voll, aber okay, alle haben voll. Ich habe ja nur 4 gerade dabei. Deswegen, okay, ich schätze mal, wir müssen hier raus. Ja. Weiß ich, bin manchmal so ein bisschen auf dem Schlauch, aber wir müssen uns beeilen. Ja, was denn? Wo sollen wir denn hin? Ist doch nichts mal. Ah! Ist doch nichts mal anderes. Jawohl, der wird auch drauf aufgehalten. Ich meine, davon aufhalten. Einkaufen, was? Okay. Warte mal. Was heißt Lebens? Ja, die brauchen wir. Noch was? Nö. Kann man es auch irgendwo heilen? Das wäre sehr gut. Verdammt. Ja, so, was soll man denn machen? Links geht nicht weiter. Ja. Hier geht, glaube ich, auch nicht weiter, ne? Was soll man denn dann lang? Mein einziges... das einzige, was ich mir denken könnte, wäre, dass wir da unten irgendwas machen müssen. Aber was? Bams. Damit Genis die ganzen Zauber öfter benutzen, das ist voll einfach, finde ich. Er setzt irgendwie nur Raging Mist gerade ein. Verdammt. Er hat eine Verbunderfahrungsfähigkeit auch noch gehalten. Sehr gut. Flinker Magier. Nach dem Beschwören eines Spruches kann der Charakter sich sofort bewegen. Ah, sehr gut. Das ist gar nicht mal schlecht. Komm mal bloß um Magie-Energie. Wir haben 3 T-Dinger. Zuschlag. Technisch. Ich muss ihn ja auf T halten, deswegen. Hm. Was ist Zuschlag? Was soll ich denn damit? Noch ein bisschen herausfinden. Stimmt, wir aber eine Charakter, die wir nicht immer on screen hier hatten. Und irgendwas machen, irgendwas übersehe ich doch hier. Ist irgendwo im Gefängnis da in den Zellen irgendwie was?
Hier ist nix. Die letzte Farm. Oh, ist das die letzte? Wirklich? Den Reaktor zu deaktivieren. Na weh. Aha! Man kann sich doch hier ein, jawohl. Hätte ich ja voll hier offscreen trainieren können, aber nein. Heißt, die Sachen sind jetzt auch. Aua. Muss hier irgendwo noch was sein. Irgendwie muss da, glaube ich. Ja, da geht's weiter, meine Güte. Ah. Sehr witzig, Spiel. So, Raging Mist, wie oft hast du das eingesetzt? 19 Mal erst. Jetzt mal ein anderes ein. So, neues Gebiet. Wow. Auto Truhe. Fangskimmer Level 4. Verdammt. Nee. Strategie habe ich irgendwie noch nie was geändert, aber bis jetzt läuft ja mal alles. Okay, keiner kann was ausrüsten davon. Viele Gebiete. So, was haben wir hier? Boah, geil. Und Panzer. Und Schild. Blödviech. Aber. Zu Null kann ich ja immer wieder zurücklaufen. Ich mach das. Tidal Wave. Mach mal einfach irgendwas. Wird schon irgendwie klappen. Nein, natürlich nicht. Ich muss aufhören, immer sofort einzusetzen, wenn ich das habe. Ich muss irgendwie einen Kampf davor irgendwie gucken, was ich einsetzen sollte. Maximal KP erhöht, okay. Was haben wir hier? Runden. Aquaschienen, okay. Tu mal hier noch. Immunität, wir haben. Ja. Also Ding jetzt hier. Schienen. Aquaschienen, ob die gut sind. Ich noch bekommen Rundschild, ne? Ja doch klar, mein Gott. Schild und Rundpanzer. Ein Schild kann ja nicht ausrüsten, weil ich kann ja nicht die Dingens abnehmen von Kratos. Wow. Sollte ich vielleicht Zelos eher geben, weil er braucht Intelligenz. Aber naja. Ich weiß nicht, von wo kam ich nochmal. Von hier nicht, ne? Okay, das sieht schon so aus, als würde es das wert sein. Kratos hat da am Anfang irgendwie gesagt, dass die Ladung irgendwann mal zu Ende geht. Aber scheint mir nicht so zu sein. Rundgewand und Rundenreif. Du kannst das Rundengewand ausrüsten und du auch. Verteidigung und Intelligenz, ja. Irgendwann was besser war. Mehr Verteidigung. Ja, machen wir mal. Hier ist nichts. Fast. Ja. So, gehen wir es dahin oder ich gehe nach rechts. Ist man auch rechts. Ja, und da komme ich nicht mehr sicher raus. Ja, das Grün. Verdammt. Aber, oh Gott. Ich habe den Schaden, den diese Dinger machen, nicht unterschätzen. Diese Säulen, sag ich mal. Oh fuck. Heile mich. Töte ihn doch, Floyd. Geh noch nicht mal auf mich los. Danke. Schütz mich. Ei. So, Dingens hier. Du kannst doch hier. Wohl, mach lieber Regal.
So, dann wieder wechseln. Ja, Erholung. Oh, das sieht schon irgendwie wieder richtig aus, deswegen gehe ich mal zurück. Ja, ich weiß, ich bin kompliziert. Aber egal. Oh, das ist rot, das sieht auch gefährlich aus. Ja. Okay, sehr schön. Haarnadel, ich habe keine Mädels dabei gerade. Runden Handschuhe. Runden Zierde. Was wir für Klamotten auf einmal alles bekommen. Handschuhe, Haarnadel, okay. Hier. Nein. Möchte ich doch lieber den Angriff behalten. Man leid. Und ja. Ich frage mich, wie lange es dann dauert, bis das Spiel zu Ende ist. Wir sind doch bestimmt schon locker über die Hälfte jetzt, ne? Ich frage mich, wie weit wir sind. Wie lange das. No, oh Gott. Dauert. Wie ein Pro. So. Beach, please. Vielleicht war nicht die beste Teamzusammenstellung. Spätestens ab jetzt, ne? Bisher und nicht weiter. Du bist Phosistos. Gut, gut. Du erinnerst dich also. Es sieht so aus, als sei, hattest du schon immer dieses Auge. Es ist ein Fehler gewesen, dich am Leben zu lassen. Ich schätze, ich muss mich um dich kümmern. Persönlich. Lass uns durch. Du bist einer von uns. Du wirst das verstehen. Wir können keine Welt gebrauchen, die von denen bewohnt werden, die uns ablehnen. Ich mag die Menschen auch nicht, aber wir brauchen diese Welt doch. Oh mein Gott, das war ganz schön hart von ihnen. Uns gehört Deris Kala an. Eine Welt aus Mana, der Ursprung eines Lebens. Die Zerstörung dieser verdommenen Welt geht uns nichts an. Wie kannst du diese Welt so einfach abschreiben? Ist nicht sie die Quelle alles Lebens? Mana ist die Quelle des Lebens. Und die eigentliche Quelle des Mana, der ist Kalan, wird unsere neue Welt sein, dank Lord Yggdrasil. Weil Mattel mit den Göttern, mit den göttlichen Keim verbunden ist. Soll das etwa heißen, dass dieser nahe so weit gehen würde, nur um uns zu beschützen? Um sie zu beschützen? Du redest, als würdest du ihn kennen. Wer bist du? Leute, wir haben keine Zeit. Wir müssen Gewalt anwenden. Ich weiß. An mir kommt er nicht vorbei. Der kommt mir gar nicht mehr bekannt vor. Wo haben wir ihn nochmal getroffen? Ich weiß sogar zu den Dingen hier. Diesen Trupp hier. Aber, naja. Kennt ja meine Erinnerung. Warte mal, bist du gegen Wind nicht anfällig, oder? Okay, wer zum... Was sind das für welche? Ich habe keinen Heiler gerade dabei. Ich volltrottel. Okay. Der sagt mir ja halt nicht so viel aus. Okay. Gerade muss man Pfeilen machen. Ah. Mein Gott, der knüppelt uns hier wieder richtig kaputt. Kann gar nicht. So kann ich, mein Gott. Okay. Die sind andauernd am Heilen, aber irgendwie kommt hier niemand zum Heilen, aus irgendeinem Grund. Was ist denn los? Wegen denen, ne? Weil die kommen dann wahrscheinlich direkt wieder. Aber ich kann es wagen. Irgendwie bin ich die ganze Zeit noch hier voll am Leben. Ah. Der eine Viech, der zaubert auch die ganze Zeit. Oh, jetzt bin ich tot. Er ist wieder beleben, Genis. Ja, genau deswegen. Oh Mann. Wenigstens zielt er die ganze Zeit auf das Viech. Das gibt's doch nicht, Mann. Ah. Ich kann gar nichts machen wegen den Viechern hier.
So, jetzt haben wir wieder Dinges voll. Das wird jetzt voll bringen. Nein. Was hast du? Na, und genau er wird natürlich angegriffen. Kannst du mal verrecken? Da kommen gleich wieder welche. Ey, mein Gott. Zeig doch nicht so schnell. Nix da. Oh Mann. Nix da. Ja, Bossgegner, die einfach so zaubern können und sich nicht abhalten lassen können. Das finde ich immer richtig nett. Zumindest gleich tot. Alter! Oh mein Gott. Alter, kannst du mal aufhören mit dem Scheiß? Ich hab doch gerade Dingens geholt, aber. Na! Oh. Der hat aber nicht auf. Der hat noch einen Kraftschub, leck mich. Ja, jetzt ist er im Kraftschub. Was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Jetzt greift er natürlich nicht an. Jetzt habe ich einen Kraftschub. Was willst du jetzt? Jetzt sind wir beide im Kraftschub. Ne, du bist nicht mehr im Kraftschub, sehe ich. Los, hau ihn kaputt. Nein. Ja, okay. Wirst du schon überleben? Warum bist du hier vorne, Genis? Was zum Teufel? Ah, ich so verzweifelt in letzter Zeit. Ah. Gibt's doch nicht, Freck. Kann gar nichts einsetzen, ja. Taktenmäßig. Grand Healer. Oh, der hätte im Kampf sehr nützlich sein können, danke. Sehr gut. Oh, was ein Kampf. Maximal KP erhöht, sehr schön. Maximal KP erhöht, maximal KP erhöht, sehr schön. Hm. Unmöglich. Ah! Jetzt können wir den Mana-Reaktor abschalten. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie das Zeug hier funktioniert. Ich kümmere mich darum. Hast du denn eine Ahnung? Nein. Du kannst ja wohl auch alles. Schwertkampf, Magier und sogar Maschinen bedienen. Ich habe bereits länger gelebt als die meisten Menschen. Länger gelebt? Bist du auch ein Halbelf? Nein, er hat dich doch vorhin als Menschen bezeichnet. Konzentriere dich auf das Wesentliche. Wir müssen den göttlichen Baum aufhalten. Ja, okay. Naja, er hat ja auch Engelsflügel. Vielleicht ist er ja dann auch ein Engel. Vielleicht war er ja mal ein Auserwählter. Keine Ahnung. Feenring. TP-Verbrauch um 50% verringert. Ja. Na. Genis hat einen Knopf, verdammt viel. Nimm du ihn mal, Leute. Ja. Und dann kann ich besser die Angriffe spammen. Apropos 45. Wanderbredo. Grand Healer hast du gelernt. Ein Mitglied der Gruppe effektiv proportional zum Abstand. Was? Okay. Wen Projektion des Falls jetzt. Was? Okay. Bin ein bisschen blöd, dass die alle rot sind. Deswegen kann ich nicht sehen. Was davon? Egal. So. Haben wir hier noch was? Man hat nicht gesehen, wie er. Also, wie dieser Forzistus irgendwie in Staub aufgelöst worden ist, deswegen habe ich irgendwie noch das Gefühl, er lebt noch.
Ja. Oh. Aber sie sind nicht mehr hier, okay. Aber ihr seid noch hier und ich wäre beinahe voll im Höhe reingelaufen. Und hier bin ich reingelaufen, geil. Egal, jetzt kann ich aber... Stimmt, ich habe ja Dingens gesteuert vorher noch. Spam, Spam, Spam. Ich will gerade halten. Force, mein Gott, das sah schmerzhaft aus, auch wenn ich es nicht gesehen habe. Ich glaube zwar immer noch nicht, dass er dauerhaft in unserer Truppe ist, aber ich kann ja trotzdem ihm mal ein bisschen hier skillen. Bei Genesis geht das irgendwie voll schnell. So. Und das war's. Apropos Genesis, du kannst wieder mal gucken. Magie, Energie. Das hast du, ne? Na, lass mal das hier. Immer bei Dingens. Er war nur eine Dingens hier, eine vierte. Ich habe nicht zufällig eine bekommen, oder? Und ich habe es wieder nicht mitbekommen. Nein, habe ich nicht. Ja. Aber ja. Dann am besten raus hier. Und hoffentlich können wir uns heilen. Aber irgendwas wird bestimmt dazwischen kommen. Sehr schön. Sonst direkt wieder neue Sachen kaufen, weil wir haben viel zu viel verballert. Was war's hier? Dann habe ich wenigstens mal alles hier voll. Was könnten wir das Geld denn schon gebrauchen? Da. Hier ist ein Speicherpunkt. Perfekt. Wir haben 22 Minuten. Das heißt, ich kann den Part hier schön gemütlich beenden. Und dass mir was dazwischen kommt. Und ja. Perfekt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, The Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.